Zurück bei Deadly Premonition. Folge 2. Die Performance müsste jetzt etwas besser sein. Ich habe da nochmal ein bisschen in diesem Fix, in dieser INI-Datei da rumgeschraubt. Ich musste allerdings, weil ich das Spiel minimiert habe, und wenn man das Spiel minimiert, stürzt es leider ab, nochmal vom Auto bis hierher spielen. Deswegen habe ich jetzt ein paar Schüsse weniger, weil ich anscheinend schlechter gezielt habe. Und außerdem statt Bandagen Stabilizer von dem zweiten zombieartigen Monster bekommen. Und hier klingelt jetzt die ganze Zeit ein Telefon, das ganz schön belastend ist. Ein Lollipop! You got Lollipop! Okay. Und das ist das Telefon, das klingelt anscheinend. Achso, das ist ein Safe-Slot. Ja, hätte ich das gewusst, da hätte ich das Spiel nicht minimieren müssen vorhin. Hätte ich es richtig schließen können. Okay, also an den Telefonzellen speichert man. Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Ups! Es wurde hinter mir zugeschlossen. Das kann ja nichts Gutes bedeuten. Oh, da ist schon auch wieder ein Zombo. Schon mal die Waffe aus. Das ist natürlich fast leer, aber der ging das immer ganz gut. Jetzt dreht sie sich um und Kopfstand. Nein, noch nicht. Ich habe gesehen, man muss immer warten, bis das Steuerkreuz dann so zusammengeht. Dann macht man einen One-Shot-Kill. So klappt es jetzt nicht. So, ich muss mal den Kopf zielen. Was ist mit ihr los? Ah, jetzt hatte ich es gerade. Auf dem Kopf. Na, vorbei, schlecht. So. Genau, also wenn das Steuerkreuz so zusammen bappt, dann macht man halt immer einen One-Shot-Kill. Das ist ja wohl wichtig, denn so viel Munition scheine ich nicht zu haben. So, jetzt habe ich hier, denke ich, auch die 30 Frames. Alles in Ordnung. Mehr kann ich eh nicht haben mit meinem preisgünstigen Aufnahmeprogramm. Fraps. Nochmal das gleiche Zeichen. Ja, links oder rechts? Am Anfang habe ich rechts genommen, dann nehme ich jetzt mal links. Hier ist was kaputt. Aber das scheint egal zu sein. Da ist der nächste Zombo. Mit ihm, der kommt so angewarbt. Nee, es muss zusammen sein. Alter, er warbt sich. Alter Warper. So hin. Jetzt! Nee, jetzt! Er lebt noch! Okay. Jetzt ist er aber tot, oder nicht? Der immer noch? Der immer noch? Ne, ist tot. Weiß es immer am Anfang nicht. Noch eine Steel Pipe. Aber diese ist nicht rusty, deswegen nehme ich sie mal mit. Noch was? Nein. Aber nur noch 6 Schuss. Das gefällt mir gar nicht. Aber dafür gibt es da wieder eine Ehrenmedaille. Agent Honor. Noch ein Generator. Turn it on. Okay. Sollen wir sehen. Achso, rennen kann ich ja auch. Verbraucht es. Ach guck mal. Das macht dann meine Heart Rate. Das ist der zweite Balken. Lässt die so hochgehen. Dann kann ich wahrscheinlich schlechter zielen oder so. Hier kommt aus dem Morast was raus. Kann man wieder einen leichten Headshot machen. Ist hinter mir was gekommen? Also die Geräuschkulisse ist so ein bisschen all over the place. Jetzt werde ich mal. Übrigens, mein Mission Knife hat auch schon Durability verloren, weil ich damit den ersten Zaun aufgemacht habe und nicht in der coolen Rückwärtstechnik. Ich werde mal versuchen, die alte jetzt hier
mit dem Messer. Einfach mal, um zu gucken, wie es so geht. Okay. War es das schon? Ja. Ah. Okay. Zwei Messerangriffe. Das hört sich ganz gut an. Da kann ich nämlich ein bisschen Munition mal sparen. Okay, hier kann ich eine Kiste drücken. Wie mache ich das? Ja. Dann nehmen wir mal die. Dann geht auch mein Herzschlag in die Höhe, aber irgendwie ist das auch gerade mal nicht so sinnvoll, aber zumindest weiß ich, dass ich Kisten drücken kann. Die Kamera justiert sich leider immer automatisch. Ich gucke immer beim Gehen nach unten, wie ich es auch im echten Leben mache. Aber guck mal hier. Achso. Oh, die warbt. Aber ich brauche nur zwei Steps, oder? Auch eine Warperin. Dann erstmal die Agent Honor hier ab. RIP. Sehr schön. Und hier muss ich mich wahrscheinlich durchhauen. Oder? Oder muss ich vielleicht über die Kiste klettern? Ich habe ja überhaupt noch keine Idee, wie ich überhaupt springe. Man kann wahrscheinlich gar nicht springen, aber vielleicht kann man klettern. Ist die Kiste kaputt gegangen, oder was? Was habe ich jetzt kaputt gemacht? So. Nicht, dass man irgendwie einen Herzinfarkt kriegen kann. Okay, ah, okay, jetzt habe ich sie kaputt gedrückt. Fantastisch. Okay, dann kann ich das hier kaputt hauen. Ich schau mal kurz im Menü, ob ich mein Rohr da auswählen kann. Ist hier irgendwo Title Option, Profiling Train Card, Key, was ist Key Flag? Achso, das sind die Dinger, die man findet. Map. Ach, guck mal, es gibt eine Map. Es gibt eine Map. Da bin ich hergekommen. Speicherstand. Links, rechts. Ich muss hier wahrscheinlich lang. Achso, ich wollte eigentlich gucken, ob mein. Aber wahrscheinlich nicht, denn die war auf der Map eingezeichnet. Meine Munitionskiste ist nicht da. Warum die Uhr so schnell sich zurückgeht, dreht. Ach doch, hier Item. Da. Wo ist denn mein Rohr? Ist gar nicht drin. Ich hatte es doch eingesammelt. Ach so, vielleicht sind die dann wiederum nur in dieser Itembox, die man unterwegs findet. Gut, dann muss ich mal zu meinem Messer greifen und testen, ob ich das hier zerstören kann. Ah ja, ist schon zu viel. Okay. Oh, jetzt ist da noch sowas übrig. Sehr schön. Dann kann es ja mal weitergehen. Achso, ich kann ja auch rennen. Das vergesse ich immer. Ah! Nicht zu schnell. Oh, sie hat was gedroppt. Ein First Aid Kit. Jetzt zeige ich wieder meine Bandagen. Sehr schön. Da vorne war auch noch ein Gegner. Ja. Und eine Hütte. Da sind vielleicht mehrere Gegner, man weiß es nicht, wegen der Hütte. Na? Okay. Ich höre immer noch was. Also, ich weiß, ihr kriegt das wahrscheinlich nicht mit, aber ich habe ja Kopfhörer auf. Das ist immer irritierend, woher da der Sound kommt. Ich denke immer. Alter. Ich denke immer, hinter mir ist was. Oh, da ist ja wirklich was. Er hat sie angewarnt. Okay. So, jetzt hier mal in Ruhe klar Schiff machen. Mein Ma Knife ist fast im Arsch. Hier ist alles kaputt.
Zerstört. You got machine broken by an axe. Okay. Da werde ich mal im Profilen. Was es mit dem Profilen auf sich hat, kann ich noch nicht genau sagen. Muss ich erst noch rauskriegen. Okay, jetzt habe ich hier die Fuse-Box und muss die wohl reparieren. Ich hätte auch gern diese Axt, die da hängt, aber das geht anscheinend nicht. Aber hier ist ja meine Item- oder Toolbox. Und da müssten ja jetzt meine, genau, meine Rohre und was weiß ich drin sein. Dann nehme ich jetzt mal hier. Ah, Steelpipe und die Rusty Steelpipe habe ich auch noch. Wie kann ich denn die auswählen? Komisch, da werden irgendwie beide angezeigt. Ja, ich nehme natürlich die Steelpipe sowieso, aber wo jetzt die Rusty Steelpipe ist, weiß ich gerade nicht. So, wähle ich mal aus. Genau. So, also diese Fuse-Box muss ich reparieren, scheinbar. Oh, schauen wir mal. Okay, hier trennt sich der Weg. Ah, da ist ein Seil, ein Stromseil. Werde mal die Map konsultieren. Gibt es eigentlich auch einen Shortcut für die Map? Das weiß ich noch nicht. Hier, Map, so. Rechts ein Schloss, geradeaus ein Schloss, überall ein Schloss. Okay. Dann mal schauen. Ja, das werde ich ja noch nicht öffnen können, genau, weil da schüttelt der Sack auch fest den Kopf. Denn der Generator ist ja noch nicht repariert. Ach, guck mal, ich habe beide Rohre hier drin. Das heißt, wenn das eine kaputt ist, wird wahrscheinlich das andere automatisch ausgewählt. Dann will ich mal hier reingehen. Verschlossen. Aber ich kann das einschlagen, anscheinend. Muss mich hier wieder mit dem Rücken dran drehen. Oder? Okay, ich probiere mal die Rückentaktik. Ne, die funktioniert nur bei Zäunen anscheinend. Bin mir auch nicht sicher, ob ich treffe. Und das Rohr geht auch kaputt. If I hit hard enough, stand da. Vielleicht muss ich ranrennen und dann. Ich kann halt nicht genau aufs Schloss zielen, aber ich kann es natürlich zerschießen. Ist natürlich Munitionsverschwendung. Ach, guck mal, man kann auch so einen Doppelschlag machen. Ah, okay, also, es führt wahrscheinlich irgendwie zu nichts. Ja, das auch nicht. Ich schieß mal drauf. Keine Ahnung, wie lange ich hätte schlagen müssen. Aber hab mich jetzt mal für die simple und munitionsverschwenderische Variante entschieden. Hier sind doch bestimmt Gegner. Da ist er. Alter, ich erkenne die immer fast. Oh Gott. Mal sehen. Ach, guck mal, mit dem Rohr braucht man sogar nur einen Schlag. Wozu habe ich denn mein Messer dann schon verschwendet? Okay. Dann will ich da mal die Fuse einsetzen. Macht er das jetzt automatisch? Ja. Dingeldongel. So, sehr gut. Jetzt ist Tür offen und sind bestimmt neue Gegner da, oder?
reingewarmt. Ich höre schon wieder welche rumlurchen. Ah ja, da. Schau mal, einer zumindest. Hier rechts höre ich irgendwie auch noch was. Ganz, ganz schlimm. Ich höre überall Gegner. Das ist so der Fetti-Fettsack. Auch noch geil. Ah, jetzt ist das Rohr kaputt. Oder was? Oder fast. Ein Schlag noch, dann ist es dahin. Okay, es ist stärker, aber man hat es nicht für allzu lange. Geiles Geräusch, wenn die Tür auf und zu geht. Nein! So, jetzt ist es weg. Jetzt schmeiße ich es weg, genau. Und da habe ich schon das nächste Rohr am Start. Also das macht schon Laune, den eins über zu zimmern, muss ich sagen. Sehr befriedigend. Wenn auch leider kein Force Feedback. Okay, der hat eine Mistgabel. Kommt angewarmt. Aber halt Gott sei Dank auch nur einen Schlag aus. Nein! Ah! Okay, aber zumindest treffen sie auch nicht so. Masterful. Da links, halb links ist noch einer. In der Halbdistanz. Auch mit Schaufel bewaffnet. Wo rechts auch noch einer. Ja, erstmal den. Oh, da kommt noch einer aus dem Morast. Oh, jetzt ist Rohr schon dahin. Dann nehme ich mal. Ah! Kommt ran gewarbt hier. Moment. Naja, das Messer tut's auch nicht mehr lange. Ich wäre schön, wenn ich mal wieder jetzt. Oh, 10 mm. 10 mm Bullets. Ich habe natürlich eine 9 mm Waffe. Soweit ich weiß. Ist das so ein Nest da? Also ich meine, respawn die da permanent? Oder? Kann ich das verstehen? Das Messer ist gleich hinüber. Kann das Auto ja auch sprechen. Wo ist der Fahrer? Naja, das ist da so ein Endless-Spawner. Das ist ja nervig. Das ist auch so ein Endless-Spawner. Okay, jetzt habe ich das Messer auch weggeworfen. Okay, ich sollte mich hier nicht aufhalten. Die Frage ist auch, ob ich nicht vielleicht so dann jetzt, wo ich gar keine Munition mehr habe, also Waffen, Dingsbums habe, werde ich auch nicht mehr jeden Gegner schießen, scheinbar. Oh. Ah! Scheiße, ich hätte schnell hier Quicktime-Event machen müssen. Verpasst. Ist der Killer? Wäre ich jetzt getötet? Okay, das hat nicht geklappt, obwohl ich ganz schnell links rechts gedrückt habe. Damit ist meine Investigation am Ende. Jetzt muss ich wahrscheinlich vom letzten Safe-Punkt wieder anfangen. Oder? Ah ne, von hier. Immerhin. Das habe ich jetzt ausgewählt. Steel Pipe, genau. Okay, die machen wir noch hinüber. Und dann werde ich mal die Gegner versuchen, hier in Ruhe zu lassen und durchzurennen. Das bringt ja alles nichts. Irgendeiner hier hatte Gegenstand, der hier, ne? Ja, auch nicht, Alter. Was mache ich? Oh, jetzt wurde ich zum ersten Mal gepackt. Der greift mir direkt in den Hals rein. Widerlich.
Mensch, wer hatte denn hier das Item? Welcher von euch? Hundling. Wahrscheinlich der da, aber ist jetzt egal. Ich gehe jetzt direkt zum Raincoat Man. Ja, vorbei, da muss ich schnell B drücken, wenn er kommt. Oh, er kommt jetzt gar nicht mehr. Ist ja witzig. Scheint also eher so ein random Event zu sein. Kann ich hier lang? Ne. Der Nebel ist... Ah, jetzt kommt er. Muss ich schnell B drücken? Ne, jetzt muss ich X drücken! Fies! Man muss immer was anderes drücken. Okay, jetzt muss ich ganz schnell links, rechts wackeln. Ich fange schon mal an. Okay, es hat geklappt. No, no, Sir, sagt er. Aber zumindest konnte ich dem noch ausweichen. Was haben wir hier? Die Tür ist offen. Und jetzt ist sie zu. Und jetzt habe ich noch den roten Efeu. Alle drei Schlüssel beisammen für das epische Profiling jetzt. Mal sehen, was ich daraus mache. Ich kluger Sack. Lollipop. Achso, das ist der Ladebildschirm. Ich dachte schon, ich habe jetzt geschlussfolgert, dass der Täter ein Lollipop sein muss. There's definitely something in this town. Ach was. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said, tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate. Oh, guck mal, jetzt gibt es sogar eine Minimap. Oh, jetzt habe ich nur 6 Minuten Zeit, oder was? Hier ist erstmal ein Telefon, das heißt, ich speichere. Und das heißt auch, die Folge ist zu Ende. Denn dann kann ich mal in Ruhe das Spiel minimieren. So, das war die zweite Folge von Deadly Premonition. Jetzt rennt die Uhr auch nicht mehr zurück dort, sondern es steht auf 6. Oh, und das Reh bewegt den Kopf. Der Hirsch. Gut, danke fürs Zugucken. Irgendwas entwickelt sich hier. Ich weiß noch nicht genau, ob es mir gefällt oder nicht. Mal sehen, wie es weitergeht in Folge 3 von Deadly Premonition. Bis dahin, euer Dread.